Buongiorno, ich bin frisch aus dem Urlaub zurück und möchte mit euch heute ein Thema angehen, das es manchmal braucht. Nämlich, wenn man merkt, dass man so ein bisschen die Spur verlassen hat. Mir ist es aufgefallen, vor allem im Urlaub. Ich habe einfach fotografiert, ich habe mir nicht mehr viel Mühe gegeben um meine Komposition, ich habe meine Perspektive nicht mehr so streng gewählt, so wie ich es früher mache. Und ich habe auch mein Motiv vom Licht her gar nicht mal mehr so in den Fokus genommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das fiel mir aber auch schon vor dem Urlaub auf. Ich möchte euch jetzt nicht mit meiner Geschichte langweilen. Ich möchte euch heute mal zeigen, was ich immer wieder regelmäßig mache, was mir mein Professor damals im Grafikstudium geraten hat, um wieder zurückzukommen zur Fotografie, die Leidenschaft wieder zu entwickeln, die Freude an der Fotografie, und dazu ist ein bisschen Arbeit nötig. Jeder kennt es, wir leben in einer Bewertungsgesellschaft und das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, denn wir haben uns heute angewohnt, alles und jeden zu kritisieren und jeden zu bewerten. Wenn es aber mal darum geht, jemanden tatsächlich wieder auf den richtigen Pfad zurückzubringen, ihn daran zu erinnern bzw. überhaupt mal aufmerksam zu machen, dass die Bilder im Moment nicht das sind, was man sonst gewohnt ist, da versagt diese Bewertungsgesellschaft. Und deswegen gilt es, diese Defizite in sich selber zu erkennen. Und das macht man, indem man vor allem erst einmal merkt, wie man fotografiert. Ich habe das im Urlaub gemerkt, Kamera raus, Motiv fotografieren, weiter geht's. Es macht keinen Spaß und das ist einfach nur Knipsen. Oder was man auch machen kann, ist, dass man ein paar Bilder von früher heranzieht, vor allem zum selben Thema, gerade wenn man in der Landschaftsfotografie unterwegs ist und dann einfach auch mal sieht, was man früher gemacht hat, wie viel Mühe man sich gegeben hat und dann plötzlich merkt, da war's, der war auch schon mal kreativer oder einfach mehr mit mehr Enthusiasmus bei der Arbeit. Und dann fällt es einem auf und dann sind die Bilder auch meistens schon recht in großen Strecken langweilig geworden. Und wie gesagt, da gibt es einen Trick und dazu gehe ich in die Architekturfotografie. Die Architekturfotografen unter euch sind ganz besonders angesprochen jetzt, denn ich versuche jetzt Kontraste zu erzeugen, vor allem in den Farben und in den Zusammenhängen. Und wie gesagt, das ist ein bisschen Arbeit, aber das kann auch ganz schnell Spaß machen, wenn ihr da unterwegs seid. Ihr müsst vielleicht sogar total euer Territorium verlassen, mal euer Weitwinkel auspacken, das ihr dabei habt, beziehungsweise in eurem Fotokoffer ist und vor sich hin verschimmeln und da mal auf Entdeckertour gehen. Und da war ich, um das zu machen, kürzlich auf dem Flughafen Zürich. Wichtig ist natürlich jetzt, dass ihr nicht irgendwo hingeht und einfach ein paar Häuser fotografiert. Das muss schon ein bisschen aufwendig sein, diese Architektur. Und auch die Möglichkeit bieten, euch da eine Weile drin aufzuhalten, um auch hier diese kontrastreichen Verhältnisse zu suchen. Einfach nur ein Haus mit Dach, das funktioniert so nicht. Und deswegen war ich auf dem Flughafen, denn dort gibt es meistens sehr interessante Architektur. Das ist selbst bei kleinen Flughäfen so. Also da war ich unterwegs und jetzt eine Sache rate ich euch gleich zu Beginn. Geht nicht zu Hainun hin oder zu einer, wenn es wahnsinnig viel Wolken hat, beziehungsweise der Himmel sehr bedeckt und diffus ist. Ihr braucht ein sehr spannungsreiches Licht, am besten eine tiefstehende Sonne. Und jetzt Obacht, bitte nicht einfach nur irgendwelche Gebäude fotografieren und dann hoffen, dass die große Erleuchtung kommt. Es hat natürlich interessante Gebäude, aber wenn ihr jetzt genau das macht, was ihr vorhin gemacht habt, Kamera raus, Foto machen, Feierabend, dann werdet ihr nicht zum Ziel kommen. Deswegen gilt es, an diese Gebäude heranzugehen oder sich um diese herumzubewegen. Da müsst ihr euch ein bisschen bewegen und dann vor allem müsst ihr auch versuchen, die Gebäude, die daneben sind, in genau dieses spannungsreiche Verhältnis zu bringen. Klingt jetzt nach wahnsinnig viel Theorie. Ich möchte euch zu Beginn erstmal eine kleine Galerie zeigen und dann schauen wir uns zusammen ein, zwei Bilder aus der Galerie an und dann erkläre ich euch, was ich hier gemacht habe. Mats ab!
Ihr habt jetzt gesehen, ich fotografiere jetzt nicht einfach nur das Gebäude an sich. Ich versuche es nicht mit meinem Weitwinkel komplett einzufangen, sondern ich versuche das Gebäude nebenan mit dem Gebäude in ein Verhältnis zu bringen, und zwar in drei Dingen. Erstens im Kontrast, das heißt im Kontrast, dass das eine Gebäude ist vielleicht rund, das andere kerzengerade, und allein das schon in ein spannungsreiches Verhältnis zu bringen und der Himmel als Puffer. Zweitens, ich versuche einen Farbkontrast herzustellen, in diesem Fall der Komplementärkontrast. Das heißt, die Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen, sollten dort in dem Bild zu sehen sein, in dem Fall meistens blau vom Himmel und orange von der untergehenden Sonne, die sich in den Gebäuden gespiegelt hat. Und drittens die Schärfe bzw. das regelrechte Ausschneiden dieser Gebäude, um grafische Effekte in diesem Bild zu erzeugen. Und das sind natürlich jetzt sehr ungewöhnliche Architekturfotos, die man so vielleicht im Regelfall nicht macht. Aber ich kann euch sagen, das geht gut, ja, 20 Minuten, kommt darauf an, wie schnell ihr eure Motive findet. Und dann werdet ihr richtig süchtig nach diesen Dingen. Ihr fangt an, nach oben zu schauen, nach links zu schauen, nach rechts zu schauen, um dann diese kontrastreichen Verhältnisse herzustellen. Ihr wechselt die Perspektive, geht mal relativ tief runter oder zur Seite. Und dann entdeckt ihr auf einmal Formen und Farben, wo ihr sagt, toll, und das fotografiert ihr und das erzeugt wieder diese Leidenschaft. Machen wir das mal an einem Bild fest. Dieses hier zum Beispiel, das zeigt es eigentlich sehr deutlich. Ihr seht dieses ja fast schon schräg stehende Gebäude, die nennen das in Zürich The Circle, also der Kreis. Und da habe ich versucht, diese Autobahnbrücke, die vor dem Gebäude verläuft, und dann eben diesen Farbkontrast zu erzeugen und dann im Hintergrund diese statischen Objekte vom Flughafen noch mit ins Bild zu bringen. Ich hätte die auch einfach weglassen können, aber dann wäre alles nur rund gewesen. Das ist ja nicht das, was ich möchte. Oder diese strengen Formen in diesem Übergang einzufangen. Das ist so ein Tunnel, so ein Verbindungstunnel im Flughafen, um hier Sogwirkung zu erzeugen und dann nicht einfach nur aus der Mitte heraus zu fotografieren, sondern die Seiten mal zu wechseln, um dann einfach mal zu schauen, wie diese Grafik hier wirkt. Oder bei diesem sehr ungewöhnlichen Bild den Spiegel eines dieser Gebäude mit ins Bild zu nehmen, um das Gebäude sozusagen komplett auf die linke Seite zu spiegeln, aber nicht wieder die Mitte dafür zu wählen, sondern links weitaus weniger Platz zu lassen, sodass hier wieder sehr viel Spannung entsteht in der Mitte vom Bild bzw. im linken mittleren Bildteil. Ich mag mit euch das jetzt gar nicht so theoretisch durchgehen, denn ich kenne eure Fotos nicht, wenn ihr sowas macht. Ich möchte es euch nur noch mal raten, geht mal an solche Ecken und macht solche Fotos. Und dann hätte ich noch einen Abschlusstipp, setzt euch mal an euren PC, nehmt mal einige dieser Bilder, die ihr gemacht habt, und wandelt die in Schwarz-Weiß um. Und jetzt nicht einfach nur Filter Schwarz-Weiß, sondern dreht wirklich mal an den Reglern. Und das könnt ihr sehr ausgiebig machen, und zwar ohne irgendein Ziel zu verfolgen. Es geht nicht darum, die tollsten Bilder zu erzeugen, sondern euch mit dem Hell-Dunkel-Kontrast auseinanderzusetzen. Denn gerade wenn ihr so viel Kontrast erzeugt in euren Fotos, können die nachher in dieser Schwarz-Weiß-Umwandlung nochmal komplett anders aussehen. Ich zeige euch jetzt im Hintergrund, während ich hier spreche, noch ein paar Bilder, und ihr seht, wie hoch kontrastreich diese Bilder sind. Das schult nochmal euer Auge und euer Verständnis für Kontraste. Das muss nicht schön sein, aber es hilft euch, wieder zurückzufinden in die eigentliche Bildkomposition. Über dieses Thema habe ich schon mal eine Folge gemacht aus der Reihe Sehen lernen. Ich habe sie euch mal unten verlinkt. Da geht es auch um Architekturfotografie. Heute ging es vor allem darum, wieder die Bildkomposition in den Vordergrund zu stellen und diese wieder fast schon von Grund auf zu erlernen. Fairerweise muss man allerdings dazu sagen, nach dieser Lektion werdet ihr jetzt nicht zum Fotogott. Das ist klar. Sowas ist eine Sache, die kann man immer wieder mal zwischendrin machen, vor allem wenn einem die eigene Fotografie langweilt und man die Bildkomposition so ein bisschen im Kopf verlassen hat. Aber ihr werdet deswegen jetzt nicht zum Fotografenmeister. Das ist natürlich eine Frage der Erfahrung und auch eine Sache des Bewusstseins. Man muss während der Fotografie irgendwo schon sich klar sein, was man da macht und warum man es macht. Das ist allerdings eine Sache, die könnt ihr euch mal in einer ruhigen Minute überlegen. Und das ist kein Teil von diesem Video. Und jetzt würde ich sagen, genug gelabert, Kamera schnappen, rausgehen und fotografieren.